Das war ein kleines Theater Rottstraße 5 in Bochum. Das ist so eine Kleinkunstbühne. Und die haben gerade Caligula aufgeführt in einer modernen Inszenierung. Darum geht es eigentlich auch bei 360-Grad-Inhalten. Irgendein Produkt, eine Information noch dichter zum Konsumenten heranzubringen. Also die Frage, warum? Am Ende, um besser verkaufen zu können. Wem sagt der Name Mark Zuckerberg etwas? Name schon mal gehört? Okay, gut. Also den Chef und Gründer von Facebook, der hat mir vor einiger Zeit einen schönen Spruch gesagt: Die Zukunft von VR, also Virtual Reality, ist nicht die smarte Brille, sondern das Handy. Weil was haben wir alle dabei? Das haben wir drüben gerade festgestellt. Es hat nicht gerade zufällig jeder so eine Brille zum auf den Kopf schneiden dabei, aber jeder kann das Ding rausholen, egal von welchem Hersteller, das ist jetzt nicht wichtig. Aber jeder kann das Ding rausholen und kann damit sich was anschauen. Man muss berücksichtigen, 360 Grad Video- und Fotoinhalte sind eigentlich technisch gesehen eine große Datei, ist ein großes Bild, das von der Software zu einer Kugel um mich herum gebogen wird. Ein halbwegs vernünftiges Video für 360 Grad oder Foto braucht mindestens eine 4K-Qualität. Das heißt 4000 Pixel in der Breite und 2000 Pixel in der Höhe. Wer kennt den Begriff HDR-Fotografie hier schon im Raum? Ist seit einigen Jahren Trend. Das heißt, man macht nicht nur ein Foto von einem Objekt, sondern man macht zwei oder eigentlich in der Regel drei Fotos. Ein Foto, das ist normal belichtet, wie es jeder von uns so machen würde. Ein Foto ist im Prinzip überbelichtet und ein Foto ist unterbelichtet. Mit drei Fotos, die man kombiniert, kriegt man eine Aufnahme, die optimal belichtet ist. Das heißt, wir machen drei Aufnahmen nach da, drei nach da, drei nach da, drei nach da, 12 Bilder. Und aus diesen 12 Bildern entsteht am Ende erstens 1, 2, 3, 4. Und mit einer anderen Software nehmen wir diese 4 Bilder und machen daraus dieses eine große Gesamtbild, was wir nachher uns dann anschauen können. Die App ist von vornherein darauf ausgelegt, dass ich, um gerade auszuschauen, nicht das Handy gerade halten muss. Wenn ich das Handy gerade halte, schaut es in den Himmel. Denn wie schauen wir uns alle heutzutage, wie schauen wir es auf dem Handy an? Wir stehen so und wollen eigentlich den Inhalt gerade erwarten. Also deswegen hat sich das System von vornherein darauf ausgelegt bei Facebook. Die wissen alle, wie wir unser Handy halten. Meistens ja sowieso schon erst hochkant und zweitens, wir halten es schräg. Darum schräg ist das neue gerade und hochkant ist das neue quer. Da sehen Sie da unten eine kleine Kugelsymbol. Sieht man das? Diese Kugel sorgt dafür, dass Facebook erkennt, das ist ein Panoramabild. Das ist jetzt ein reines 180-Grad-Bild. Das kann jeder mit seinem Handy machen. Das machen wir gleich entsprechend auch draußen. Eine 360-Grad-Aufnahme, so eine richtige komplette, kriegen Sie damit noch nicht hin. Wie gesagt, man kann sich das Ganze auch mit solchen wundervollen Brillensystemen und Ähnliches anschauen. Aber der echte Massenmarkt ist das, was wir alle tatsächlich dabei haben. Das ist im Notfall oder eigentlich immer das Handy. Das ist wie im Auto. Was kostet ein Auto? Gebraucht vom Schrottplatz, kleine Karre, ne, erstes Auto, 1.500 €. Passt, kriege ich hin. Wenn Sie fragen, Auto, 1.500 € sagen Sie, nee, ich wollte Ledersitze haben, ich brauche ein vernünftiges, das ist ja nicht das, was ich unter einem Auto verstehe. Sie sagen, ich brauche mindestens einen Porsche. Das sind auch so ähnliche auch die Anforderungen, wenn mich einer fragt, was kostet ein 360-Grad-Video? Welchen Qualitätsanspruch hast du mit deiner Marke für deine Projekte?